Und damit mit dem... Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Löschen Sie alle Brände und versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren. Oh ja, das sieht nicht gut aus. Ja. Da schicken wir direkt mal Feuer 3 raus. Feuer 4, weiß ich gar nicht, was das sein soll. Ich schicke mal Feuer 3 hier hin. Ja, was wollte ich sagen? Für den B-Dienst und den Löschzug der BF Sittlingen und das VLF-1 und das VLF-2 der BF Stadtfeld in der XY-Straße Feuer. Ach du Scheiße, Leute. Und den Löschzug der BF Sittlingen und das VLF-1 und das VLF-2 der BF Stadtfeld in der XY-Straße Feuer. Leute, das eskaliert doch hier. Ja, also wie gesagt, hallo und herzlich willkommen zu der Modifikation Sittingen in der Version 1.5 für Emergency 4. Und ich glaube einfach, dass die Sache hier ein bisschen eskaliert mit diesem Feuer. Ne? Hätte ich das mal nicht gemacht. Aber ich habe ja gar nichts gemacht. Das ist ja das Schlimme. Leck mich doch, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wie soll das denn funktionieren? Vor allen Dingen, wann kommt da mal einer? Ah, die erst kommt. Jawohl, jetzt rücken sie aus, wie ihr da oben sehen könnt. Jetzt rücken sie aus. Ach du Scheiße. In dem Moment fackelt hier alles ab. Ich muss mal gucken, dass ich hier erstmal kühle. Und ich muss da auch noch welche hinschicken hier. Das eskaliert gerade, aber nur leicht. Ja, okay, da kann ich keinen rausnehmen, ne? Na, egal. Bin unterwegs. Was geht? Auf dem Weg. So, ihr kommt mal ran hier. Und mal bitte einen Schnellangriff. Habe verstanden. Absitzen. Du gehst hier hin. Du holst dir mal ganz schnell einen Schlauch. Wird ausgeführt. Schließ den hier an. Wird gemacht. Und hau schon mal rein hier. So. Schon unterwegs. Okay. Dann du. Ja. Schlauch nehmen. Am besten werden Verteiler legen, ne? Das wäre natürlich am einfachsten, ne? Aber ist egal. Komm, dann schließt du den da an. Ach du Scheiße! Ja. Was ist los? Hast du den Schlauch verloren oder was? Dann hol dir noch einen. Anschließen. Pass auf, dann schicke ich dich mal dahin. Du legst PA an, wenn du kannst. Ja. Einmal hier. Sieht fast so aus, als ob man die ganze Sache ein bisschen in den Griff hätte. Aber auch nur vielleicht. Schlauch holen. Okay, hier anschließen. Okay.
Absitzen. Schlauch. Hier anschließen. Und hier löschen. Schlauch. Ach, es eskaliert nur leicht. So. Ich hoffe, dass ich jetzt so einigermaßen den Griff habe jetzt. Der wird auch noch mal eine Maske anlegen. Sieht ganz gut aus im Moment. Okay. Da kann er nicht, oder was? Also muss er den Schlauch nehmen, Mann. Okay, mit zwei Mann, das müssten wir im Griff haben. Sieht ganz gut aus. Die können einpacken. Du kannst auch hier mit rüber gehen. Ja. Ich glaube, das kriegen wir noch hin, glaube ich. So wie das aussieht. Nicht so klappen eigentlich. Ja, scheiße laut, ne? Wir löschen mal hier den Baum. Die löschen noch die Garage. Dann können die schon mal aufsitzen. Wir lassen die aber noch da. Die sind noch dran. Die kann auch mal mithelfen. Okay, die gehen noch ein bisschen weiter weg. Ja, hier helfen. Dann kannst du den hier noch unterstützen und dann bist du auch durch. Hier hin. Ja. Die löschen da, die löschen da. Das sieht ganz gut aus. Ja, ich denke mal, ist okay. Hier brennt noch eine Böschung. Nimm du dir mal bitte einen Feuerlöscher und versuch das mal zu löschen, bitte. Gucken, vielleicht schafft ihr das ja. Weil sonst komme ich mit dem Schlauch, werde ich da wohl nicht hinkommen. Aber sieht ganz gut aus, das wird er wohl schaffen. So, komm mal hier hin. Vielleicht schaffst du es ja. Dann geh du wieder zurück. Das macht der. Okay, das ist aus. Jawohl, das war's. Dann würde ich mal sagen, aufsitzen. Achtung, ein Taschendiebstahl wurde. Taschendiebstahl. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Ja, super, ich freue mich. Ja? Wo habe ich denn jetzt nochmal die Polizei? Oh Mann. Funkstreifenwagen, der rennt da runter. Der rennt doch irgendwo hier lang, ne? Da ist der Klon. Ich schicke mal den Funkstreifenwagen hier hin. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das funktionieren wird. Noch läuft er. Okay, der fährt los. Noch habe ich den im Auge. Höre. Schon unterwegs. Ist der bewaffnet? Der hat eine Knarre in der Hand. Ich glaube das ja nicht.
Der hat eine Knarre in der Hand. Okay, wir können ihn festnehmen. Na Gott sei Dank, das hat ja nochmal geklappt. Okay. Dann mal rein ins Auto. Du kannst die Knarre wieder wegstecken. Dann haben wir das gepackt. Ja, komm, steig rein. Rein mit dem. Das hat soeben geklappt. Brandausbruch. Ursache nicht bekannt. Verhindern Sie eine Ausweitung der Brände. Löschen Sie das Feuer. Hä? Wieso stehst du denn da? Du stehst ja schon direkt da, ne? Okay, schnapp dir einen Schlauch. Auf dem Weg. Und lösch das mal hier. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Ah, Moment. Aufsitzen. Was gibt's? Alle aufsitzen. Und schick dir mal hier hin. Schon unterwegs. Okay, dann fährt der jetzt dahin. Jetzt kümmern wir uns hier rum. Die können alle aufsitzen. Aufsitzen. Habe ich noch einen vergessen? Der ist immer noch im Löschen hier. Ja, lass aber noch machen, das passt schon. Da schicke ich den ein. Den schicke ich noch dahin. Genau. Genau, den schicke ich auch noch hier hin. Bin unterwegs. Was sofort? Ist hier irgendwo. Ist hier irgendwo? Ist hier keiner. Doch da. Okay, aber das wird nicht reichen, glaube ich, ne? Schnapp dir mal einen Schlauch. Ich probiere das einfach mal aus. Schließe mal da an und dann löschert mal hier. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Ich weiß es nämlich gar nicht. Bitteschön. Und du? Und du? Ja, das habe ich mir gedacht. Dann nimm du dir mal einen Feuerlöscher, bitte. Und löschert mal hier. Vielleicht klappt das ja eher mit dem Feuerlöscher. Na, das sieht schlecht aus, ne? Du kommst da gar nicht ran, glaube ich, ne? Oder? Ja, pass mal auf. Dann nimm du mal... Höre. Pass auf. Wird ausgeführt. Dann geh du mal hier ran. Kein Problem. Der versucht das jetzt so. So, wo waren wir jetzt hier? Genau. Du musst noch mal eben einsteigen hier. Und dann bringen wir den Klöten Heinrich mal weg hier. So, Brand wird gelöscht soweit. Mit dem Feuerlöscher, naja, ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Versuch mal, ob das geht, ob du mal hier löschen kannst. Ich glaub's zwar nicht, aber... Das wird nicht reichen, der wird wohl einen Verteiler legen müssen. Okay, die bauen jetzt eine Wasserversorgung auf. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Was ist hier los? Achso. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Ja, ja. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Ja, mache ich. Dann gucken wir mal. NEF. Was gibt's? Wenn ich ihn finden sollte. NEF. Und RTW. So, die schicken wir jetzt auch mal dahin. Ich glaube, ich habe ein bisschen was verpasst hier, glaube ich. BMA ausgelöst. Ja, genau. Da schicke ich mal noch den Kreis. Hast du nicht gesehen, Brand. Guckst du mal hin da. No? B-Dienst. Ich glaube, der war das, glaube ich, ne? B-Dienst. War der das? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber schon. Ja, die sind ja alle beschäftigt gerade. A-Dienst, B-Dienst ist auch mit raus. Warte mal, dann schicken wir... Pass auf, wir machen das mal anders. Wir schicken jetzt mal... Den... Moment, dann, der kommt doch eher weg. Höre. Wer ist das? Lass mal aussteigen.
Ja, genau. Ja? Die steigen wieder ein. Auf und den schicke ich jetzt zu BMA. Führe. Weil. Kann der da hinfahren? Hier ist auch noch. Moment. Oh je. Ich glaube, er eskaliert ein bisschen. Ja. Ja. Wie soll ich jetzt da löschen, ne? Wird ein bisschen schwierig, das Ganze, glaube ich. Ist die Wasserversorgung aufgebaut oder nicht? Ja, Leute. Das wird ein bisschen schwierig, glaube ich, gerade. Moment, ich guck mal eben, ob der vielleicht eventuell das aufbauen kann. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Versorgen und ich glaube, das funktioniert. Ja, von wegen, das funktioniert. Na, ist egal. Naja, auf jeden Fall irgendwie eskaliert das gerade hier, der Brand, glaube ich. Nimm mal hier das Mädel und bring die mal weg hier. Oh, jetzt ist sie weg. Ja, wie soll ich denn hier jetzt den Brand löschen? Habe ich hier irgendwas verpasst? Ist hier vielleicht irgendwo einer? Hier ist doch gar keiner, ne? Da komme ich doch nicht rüber. Oh Mann, ey. Da wird aber schwierig, ne? Pass auf, wir brauchen Verteiler, dringend. Schnapp dir mal einen Verteiler und leg den mal hier ab. Komm mal her. Leg dir mal hier hin, den Verteiler. Wie nein. Höre. Du sollst einen Verteiler nehmen. Hörst du nicht? Warum hört er nicht? Du sollst einen Verteiler nehmen, du. Was du, gibt's? Genau. Einen Verteiler bitte setzen. Ja, da hat er wohl keinen Bock drauf, ne? Ja, dann denke ich mal. wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Irgendwas hier. Oh je. Brandausbruch. Nahrungsmittelvergiftung, da liegt er. Da habe ich auch noch nichts hingeschickt. Ach du Scheiße, die gehen mir alle kaputt hier. Komm her. Dann nochmal ein NEF. Einmal dahin, RTW hierhin. Ich arbeite dran. Immer locker. Person gestürzt und verletzt. Ach du Scheiße. Alter, was ist denn hier los? Habe ich noch ein NEF? NEF. RTW, so. Mein Gott. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Warum kriege ich das nicht hin? Pass mal auf hier. Komm her. Nimm mal. Das hier. Und leg das mal hier ins Wasser. Ja, oder auch nicht. Höre. Kannst du dir mal einen Warum holst du dir mal einen Verteiler? Komm mal her. Leg das mal ab und hol dir mal bitte einen Verteiler. Hier. Da, einmal Verteiler holen. Macht er auch nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Komm mal her. Was gibt's? Hol dir nochmal einen Schlauch eben. Auf dem Weg. So, ein Kack. Irgendwie funktioniert das hier nicht. So, was haben wir hier? Genau, einmal den Doc aussteigen lassen, bitte, den Arzt. Wo bist du, Arzt? Arzt, einmal bitte ins Gebäude. Das war, ich weiß das gar nicht mehr, was das war. Ja, liegt ja da. Okay, einmal dahin. Okay, dann könnt ihr bitte einmal wieder einsteigen. Du, direkt hierhin. Dahin. Bin unterwegs. Und du... Auch direkt hier hin. Schon unterwegs. Oh, nee, ne? Ey, Leute, das kann ja jetzt nicht sein, dass die alle kaputt sind hier. Irgendwie eskaliert das alles hier. Noch irgendwas, ne? Okay. Da sind wir hier. Der ist jetzt da dran. Okay, gut. Die können aussteigen. Dann kannst du schon mal eine Trage holen. Oder können halt nur die beiden wieder?
glaube, das können nur die beiden machen. Auf dem Weg. Höre. Ich versuche das mal, ob das geht. Einmal die Trage bitte. Jo. Ja? Den wird er stabulieren. Und hier, was ist hier los? Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu machen, ne? Okay. Ja, pass auf, dann... Höre. Wenn ihr schon einmal da seid... Dann hol bitte einmal die Trage aus dem Auto und bring den weg. Dann kannst du parken. Ihr könnt den mitnehmen. Doch, du kannst einsteigen. Das hat sich erledigt. Was ist hier? Genau, BMA. Einmal BMA aus. Du kannst einmal ins Gebäude gehen, gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ja, dann hol mal bitte eine Axt. Bin unterwegs. Ich glaube, das brennt da drin. In Ordnung. Ich glaube, das brennt da drin. Bin unterwegs. Alles okay? Ja, warum machst du die Tür nicht auf, du Pappnase? Na gut, alles okay. Höre. Dann wieder rein ins Auto. BMA erfolgreich zurückgestellt. Man muss ja mal gucken, ne? Okay, dann schicke ich die rein. Parken. Ja, ansonsten ist der Brand hier etwas außer Kontrolletti geraten. Würde ich mal so sagen. Die sind immer noch dran. Komm, pack weg. Ihr könnt einsteigen. Und aussitzen. Dann werde ich mal den hier noch zu dem Bahnhof... Ach, der ist alle. Ich denke mal, der ist nur deswegen alle, weil das alles so leicht eskaliert ist, glaube ich. Aber irgendwas stimmt immer noch nicht, ne? Ich brauche noch... Ah, ich weiß, was ich noch brauche. Ich brauche noch einen Abschleppwagen, muss ich hier noch hinhaben. So, dann schicken wir den rein. Du kannst auch rein. Und du kannst auch rein. Wir warten noch auf den Abschleppwagen. Dann ist das nämlich auch erledigt. Die sind da noch zugange. Das ist auch erledigt. Die können auch reinfahren. Der ist ja, glaube ich, gescheitert. Tat, tat, tat. So, den haben wir. Der ist, glaube ich, verstorben. Dann kannst du auch wieder ins Fahrzeug steigen. Auf dem Weg. Höre. Oder gehörst du da rein? Wird ach, du gehörst da durchgeführt. Rein. Okay. Dann kannst du ins Krankenhaus, obwohl er ja verstorben ist, einmal aussteigen, bitte. Alle beide sind da. Okay, gut. Dann können die noch einsteigen. Und ihr könnt auch rein. Du kannst rein. Da war aber noch irgendwas. Irgendwo war noch was. Einmal kurz gucken. Irgendwo war noch. Genau. So, ihr habt den jetzt stabilisiert, ne? Alles klar. Dann könnt ihr den aufnehmen. Der Doc kann wieder einsteigen. Dann bringt er den jetzt ins Krankenhaus. Ihr könnt einfahren. Medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Okay, dann übernimmt der Arzt das Opfer und transportieren Sie es ab. Ja. Wo liegt der denn wieder? Liegt der wieder auf dem Schiff, oder was? Nochmal. Ja, pass auf, ich schicke den Notarzt einfach mal hier hin. Und dann gucken wir mal, ob wir den finden. So, hier ist noch der genau. Abschleppwagen ist da. Bitte einmal aufnehmen und den Schrott wegbringen. Und wegbringen. So, dann könnt ihr auch wieder rein. Okay, der ist noch da. Genau, der bringt den ins Krankenhaus. Mit Türödörödörö. So, und das war's dann eigentlich auch, ne? Genau, schicken wir den Notarzt noch.
Ach, der ist schon da. So, ja, wo ist denn derjenige welche? So, hier die Probleme. Der ist jetzt. Okay. Okay, dann brauche ich hier noch kurz ein RTW. Ein RTW bitte hierhin. So, und dann war es das eigentlich auch. Ne? Hier ist die Polizei, da ist alles gut. Alles durfte. Wir haben eigentlich alles geschafft, glaube ich. Das, was wir machen mussten. So wie sieht so aus. Achtung, ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Okay. Der Täter ist flüchtelig. Okay. Dann schicken wir mal die Polizier. Der rennt da irgendwo lang. Wo rennt er denn lang? Ah, ich sehe den doch wieder nicht. Wo ist der? Hier ist der Taschendiebstahl. Der Typ rennt da hinten irgendwo rum. Wo schießt der denn drauf? Alter, der schießt auf den Krankenwagen, auf den Notarztwagen. Ist der ein bisschen behämmert oder was? Was ist denn mit dem? Was stimmt denn mit dem nicht? Okay. Die arbeiten noch dran. Ich weiß nicht, ob der RTW schon da ist. Keine Ahnung. Gucken mal. RTW schon da? Ne, sieht nicht so aus. Okay. So, Polizei kommt. Dann schnappt euch den mal. Okay, der ergibt sich. Das geht aber schnell, ne? Rein hier. Knarre einstecken. Rein, einsteigen. Einsteigen. Du auch einsteigen. Und direkt wegbringen. So, was ist denn jetzt da oben los? Hat er den jetzt stabilisiert? Total bescheuert irgendwie, oder? Ich muss mal eben das hier ausblenden, weil sonst sehe ich das nicht. Wie sieht's aus, Doc? Jawohl. Der kann also... Naja, BMA mache ich jetzt aber nicht mehr, weil ich bin schon wieder drüber über meine Zeit. So viel wollte ich eigentlich gar nicht machen. Holt mal bitte die Trage aus dem Fahrzeug. So viel wollte ich nicht machen. Einsteigen, einsteigen. Dann könnt ihr rein... Ihr bringt ihn ins Krankenhaus. Ja, also, das war mal ein kleiner Einblick. Ach nee, kein Bock mehr drauf. Nein, mach ich nicht. So. Und damit würde ich mal sagen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.